Im Luftkurort Ottenhöfen will der Landgasthof Rebstock den Sieg ernten. Es ist Tag 4 des Schwarzwald-Battles. Die Mitstreiter werden kritischer und angriffslustiger. Sie sind strenger. Gewürze ist gut, aber versalzt ist eine andere Sache. Sie sind schärfer. Da bin ich sprachlos mit dem Eis. Das darf kein Profi machen. Frustrierter. Ich glaube, dass dieser Landgasthof noch ein bisschen mehr Feinheit vertragen könnte. Willkommen im Schwarzwald zum vorletzten Battletag im Wein- und Mühlendorf Ottenhöfen. Francescos Storchenest hat gestern 34 Punkte ausgebrütet, aber heute will Michael sich zum Sieg aufschwingen. Im Ortenaukreis in Baden-Württemberg knöpft sich unser Spitzenkoch Mike Süßer den heutigen Gastgeber mal etwas genauer vor. So, vierter Tag und jetzt geht's zu Michael. Und bevor ich über ihn irgendwas erzähle, was für eine schöne Region. Und ich stehe schon direkt neben dem Laden. So stellt man sich doch einen Landgasthof vor. Und kulinarisch heißt das was? Hausmannskost, würde ich sagen. Aber gehoben. Das ist so das Richtige. Und der Michael, die letzten Tage, so kleiner Harmoniebär, ne? Der kuschelt, glaube ich, jeden einfach erstmal weg. Fachlich, aber mega versiert. Also der hat richtig Ahnung. Jetzt schauen wir mal. Was gibt's jetzt? Nur Kuscheleinheiten oder auch was Gutes zu essen? Den Landgasthof Rebstock führt Michael seit 15 Jahren. Er ist der Inhaber, außerdem gelernter Koch, Metzger und Optimist. Mein Konzept ist hier ganz einfach, die gutbürgerliche Küche für die Gäste gut rüberzubekommen in einem guten Ambiente. Ich suche den Michael. Der Michael, der ist schon da, der ist im Wintergarten drüben. Wer seid ihr? Aber ich bin die Tochter, ich bin die Mona. Oh. Und du? Ich bin die Christiane, die Ehefrau von Michael. Ich habe meiner Kinder immer gesagt früher, lernt bloß keine Gastronomie, lernt was anderes. Ich habe sie rausgeschickt. Sie haben wirklich eine andere Lehre gemacht. Sie sind selbstständig, sind sie kommen, Baba, könnte man mit einsteigen, wir würden gern mit dir mitmachen. Und so hat sich das Ganze, also die Familie steht bei uns ganz an erster Stelle. Ja, noch geiler geht's ja nicht. Also ein Vater, der seine Kinder loslässt und die von alleine wiederkommen. Wo ist er jetzt? Da hinten, oder? Ja, da hinten im Kindergarten. Okay, also danke, ich schnappe ihn. Ja? Hat er sich versteckt vor Schreck? Ciao, ciao. Hallo, servus. Servus, Mike. Freut mich, dich mal kennenzulernen. Ja, jetzt. Schau, was habe ich gesagt? Also, eine Glückseligkeit in Person, ne? Super, ja, du. Man kommt aber auch wirklich als Gast hier mit dem Grinser rein, ne? Also, das da, super schön, da vorne bei dir. Letztes Jahr haben wir das komplett umgebaut, das war im alten Stil letztes Jahr. Ja. Und haben auch wieder gesagt, wir gehen eine ganz neue Gastronomie wieder rein. Also, richtig, richtig gut überlegt, tolle Farben, Holz, es ist gemütlich, moderne Gastronomie, toll. Dabei hat das historische Gasthaus eine über 100 Jahre alte Tradition. Seit letztes Jahr haben wir das ganze Konzept ein bisschen umgebaut, dass man die Jungen auch begeistern kann, wenn man ins Essen geht, dass das Ambiente wirklich gut ist. Essen sollte gut sein, dass man einen richtig schönen gelungenen Abend hat. Küche, ja. Landgasthof, ist so ein bisschen Hausmannsküche, irgendwo der Hausmannskost, aber doch schon gehobener. Ich habe das immer schon gesagt, auch vor 15 Jahren. Mhm. Wir bleiben immer bei der gutbürgerlichen Küche, mhm, mit einem Touch ein bisschen nach oben. Michael ist ein Perfektionist. Die gemütliche, aber moderne Atmosphäre soll zum Speisenangebot passen. Und man kann gehobene Küche einfach auf den Teller modern anrichten, einen neuen Touch geben, neue Gewürze, neue Kräuter verwenden. Absolut richtig. Drei Köche hat der Chef engagiert. Dem insgesamt 9-köpfigen Küchenteam steht eine Edelstahl-Arena von 80 Quadratmetern zur Verfügung. Christian, alter Schwede, das ist ja mal... Die haben wir 2011 auch komplett umgebaut. Wahnsinn! Oh, Bestellsystem auch, ja, Monitoring, total modern. Wenn du einmal baust, dann machst du es gleich richtig. Ne? Mit allen Auflagen, mit vernünftiger Aufteilung etc. Und das ist hier anscheinend geschehen. Da hat sich einer gesagt, jetzt gebe ich noch mal Gas. Wir machen heute ein ganz altes Rezept, sagen wir mal, ein Hanauer Saumagen. Nicht zu verwechseln mit dem Pfälzer Saumagen. Das ist so mit Fleisch brät und mit Kartoffeln und das in so einem Magen drin. Und hier gibt es jetzt eine Abwandlung, die schauen wir uns jetzt an. Das ist was ganz, ist ein uraltes Rezept. Ich glaube, ich habe das einmal gemacht irgendwie. Küchenchef Christian kennt das Rezept. Er kocht es schließlich täglich. Wir nehmen Schweinebauch. Schweinebauch. Und schneiden wir dann in kleine Würfel. Und das wird dann im Prinzip erstmal 2 Tage eingesalzt. Das heißt, über Salz macht man es ja eigentlich haltbar. Ja. Pökelsalz. Genau. Also das heißt, das ist Salz-Nitrit-Mischung und eine alte Konservierungsform, ne? Um das jetzt mal ganz kurz zu erklären. Ne?
Zunächst würfelt der gelernte Koch den Schweinebauch. Nicht zu fein. Wir tun das Fleisch auch nicht groß bearbeiten. Wir lassen alles dran. Das ist jetzt Pökelsalz. Und dann nehmen wir immer 1:1. Also das heißt Pökelsalz, das ist schon gemischt. Das ist Kochsalz und Nitritmischung? Das kriegen wir von unserem Metzger. Genau. Das ist gemischtes Pökelsalz. Genau. Okay. Nitritpökelsalz ist ein Mix aus Speisesalz und Kalium- oder Natriumnitrit. Okay, wie schaut es dann nach 2 Tagen aus? Hast du das schon? Ja, das habe ich schon griffbereit. Nicht wundern jetzt, die Farbe verändert sich natürlich durch das Pökeln. Und so sieht es dann nach dem Pökeln aus. Ja, das Pökeln entzieht ja einem Fleisch das Wasser. Ja. Es verliert an Gewicht. Ja. Und somit konserviert man es ja. Ne? Okay, super. Wie geht's dann weiter? Dann. Und? Chef, schau mal her. Schau mal her. Wie geht's dann weiter? Ich habe leidenschaftlich gern gekocht. Nee, das merke ich. Und das ist dann so, wenn du raus musst. Ich bin jetzt mittlerweile schon knapp 35 Jahre in der Gastronomie komplett. Es macht mir immer noch Spaß, obwohl ich durch einen Unfall komplett rausgeschmissen worden bin. Bei der Operation nach dem Unfall mussten die Ärzte Michaels Nervenenden im Arm entfernen. Seitdem kann er nicht mehr als Koch arbeiten. Was kannst du nicht anheben? Oder? Ja, ich habe kein Heiß-Kalt-Gefühl im Arm und da darf ich auch nicht mehr in die Küche stehen. Also ich merke jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt irgendwo hinlang, wenn es heiß ist. Merke ich nicht mehr, das ist das Problem. Und ich würde so gern wieder in die Küche gehen, aber das geht nicht. Deswegen ist ja das, was man ja spürt bei dir. Ja, diese Leidenschaft, die voll da ist durch einen Unfall gehandicapt. Ja. Ja. Aha, ich habe mich jetzt schon gewundert. Ne? Wieso geht einer aus der Küche raus, der so eine Leidenschaft an den Tag legt? Ne? Also, da hat es einen Unfall wohl gegeben, okay. Dem gepökelten Schweinebauch verpasst Koch Christian jetzt die letzte Würze. Weißen Pfeffer gemahlen. Dann kommt dazu Piment gemahlen. Ein bisschen vorsichtig sein mit dem Piment, weil es sehr viel Eigengeschmack hat. Majoran, da darf es ruhig ein bisschen mehr sein. Das Kraut ist ein Muss in deftigen Küchen. Ein bisschen Schwarzbrot dazu, ein bisschen altbacken. Ein bisschen Mehl noch. Wir machen da jetzt noch ein bisschen Wasser mit dran, dass es einfach eine Masse wird. Und eben durch die Kartoffel, durch die Stärke, bindet das nachher schön ab. Aber es ist halt nicht so wie beim Pfälzer, dass es dann wirklich eine feste Masse ist. Genau. Es bleibt relativ stückelig, auch im Saumagen. Die Magenblase dient gleich als Hülle. Also Saumagen ist, glaube ich, immer noch so für viele, was irgendwie, Magen und so. Ne? Aber jede Currywurst gegessen, ist kein Problem. Ne? Aber auch im Darm gemacht. Ne? Ganz traditionell. Also wir haben hier Saumägen von unserem Metzger. Jawohl, jetzt wird's spannend. Die kriegen wir eingesalzen und tun die dann im Prinzip 2 Tage wässern. 2 Tage wässern? Genau, dass sie einfach ein bisschen elastisch werden. Ja. Das Rezept findet selbst unser erfahrener Meisterkoch saumagenmäßig spannend. Ich bin zwar ein schleswig-holsteinisches Kind, habe überall gearbeitet, aber ich bin weit entfernt vom Alleskönner. Also natürlich filme ich und klaue ich. Habe ich schon umgesetzt übrigens. Ein fest verzurrtes Magenband sorgt jetzt dafür, dass nichts mehr rausflutscht aus dem Wanst. So, dann schlagen wir das ein. Und das darf dann ruhig ein bisschen Spannung haben. Okay, gibt dem Ganzen natürlich auch noch eine gewisse Form. Die Magenhaut ist sehr empfindlich. Das Handtuch schützt die Blase im Kochtopfgemenge vor Verletzungen. Wichtig ist bei sowas, dass man es, wenn man das aus der Waschmaschine nimmt und dann für sowas verwendet, muss man es richtig ausspülen mit Wasser, damit einfach die Reinigungsmittel von der Waschmaschine rauskommen. Also erst kurz aufgekocht auf 100 Grad, dass er angekocht wird. Okay. Dann geht er langsam runter und dann bei 75 Grad 7-8 Stunden, sagen wir mal. Und jetzt geht's da auf die Grillfläche oder wo machst du das? Jetzt machen wir es gerade in der Pfanne. Okay. Die sollte nicht zu heiß sein, dass der Magen nicht gleich an der Pfanne klebt, weil sonst reißt du dir das Ganze auseinander. Die Magenhaut dann quasi, wenn das, ne, wie genau. Und dann hast du ein Loch und dann fliegt alles raus. Genau. Vorsichtig. Jetzt lassen wir das von beiden Seiten schön, dass es Farbe nimmt. Dann nehmen wir es nachher raus, dann wird es aufgeschnitten und dann ist fertig. Ich würde mich richtig freuen, wenn er sagt, hey geil Jungs, wir haben ein gutes altes Rezept. Es schmeckt ihm auf jeden Fall richtig gut. Also da würde mir uns schon richtig freuen. Ah, da wird angerichtet. Schau, kannst du da herlegen. Spitzenkoch Mike testet den Hanauer Saumagen mit roter Beete. Dazu gehört bunter Salat. Schau mal her, das schaut doch mega aus, ne? Oder? Schau mal, für euch da. Hälfte hätte gelangt. Aber ich glaube, es liegt daran, weil es eben so ein bisschen auseinandergebrochen ist und er konnte die Scheibe nicht dünner schneiden. Darum ging's. Kann das Traditionsgericht bei ihm punkten? Ich finde es auf jeden Fall sehr kultig und sehr cool. Auch geschmacklich? So, jetzt schauen Sie aber, ne? Die
Herrschaften. Wie urteilt unser Profi? Was ich sofort verstehe jetzt, ist das, was du gesagt hast. Die rote Beete dazu essen. Ja. Dass du diese leichte Säure von dem rote Beete-Salat hast. Das Erdige passt auch total gut dann. Dann wieder mit den Kartoffeln und dem Fleisch. Schmeckt gut. Und mir fällt zu diesem Gericht eigentlich eines ein. Oft ist es so, dass Tradition Modernes schlägt. Und das würde ich sagen, gehört dazu. Schlägt dir das Lokal auf den Magen oder schlägt es die Konkurrenten Mike? So, also. Ganz toll, von außen ansprechen, innen umwerfen und, wie gesagt, Tradition schlägt Modernes, das sage ich dazu. Aber das Moderne müssen jetzt die Mitstreiter auch noch auf den Teller bekommen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und hätte jetzt eigentlich noch Lust, mehr zu essen.